Hallo Fotofreunde oder besser hallo Motorradfreunde. Ein neues Video ist online, wie ihr schon sehen könnt. Off Topic, es geht um ein Moped. Ja, in der Tat nunmehr das dritte Video auf meinem Channel, wo es nicht hauptsächlich um Fotografie geht, sondern tatsächlich um Motorräder. Ja, das erste Video ging um die Honda Monkey, das zweite um die RD 350 und tatsächlich gibt es in meinem Moped-Fuhrpark jetzt ein neues Gefährt. Die Brixton 250 Saxby oder auch Saxby. Mittlerweile heißt es übrigens Cromwell. So. Und die allermeisten von euch werden wahrscheinlich genauso wie ich, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, Fragezeichen auf der Stirn haben. Aber ich erzähle erstmal, wie ich auf dieses Moped gekommen bin, bevor ich sie euch ein bisschen zeige und allein optisch euch mal die Details nenne, die mir gut, aber vielleicht auch schlecht schon gefallen nach kurzer Zeit. Dann, ich glaube, unterbreche gerade erstmal kurz die Aufnahme, weil ihr seht, in der Nachbarschaft ist Hundealarm und die vierbeinigen Freunde bellen gerade ein bisschen. Bitte, liebe Hunde, seid leise. Wir produzieren hier hochwertiges YouTube-Material. Die Leute möchten wissen, um welches Grat es sich handelt, was da neben mir steht. So, ihr hört, das aggressive Gebelle entfernt sich. Dachte ich. Ja gut, dass ich nicht per Stundenlohn hier bezahlt werde, sonst könnte ich meine eigene Rechnung nicht mehr zahlen. Vielleicht nochmal so einen kleinen Off-Topic-Aufruf. Seid ihr auch Hundebesitzer? Also ich weiß es nicht, wenn das jetzt mein vierbeiniger Freund wäre, ich glaube, ich würde ihn ein wenig zur Raison bringen wollen. Weil, ich sag mal, da bekämpfen sich ja wohl zwei. Aha, ihr seht, der Appell an den geneigten Hundebesitzer scheint angekommen zu sein. Es ist Ruhe. So, machen wir mal weiter. Brixton. Ja, Brixton, was ist das für ein Name? Hat man irgendwie schon mal gehört, aber auch nicht so richtig, ne? Der Name Brixton, woher kommt der? Irgendwie hat man ihn schon mal gehört, aber tja, bringt man den zwingend mit Motorrädern in Verbindung? Boah, irgendwie schon, ne? Aber, aufgepasst, wieder was gelernt für Erdkunde. Brixton ist ein Stadtteil von London. Und wahrscheinlich kommt er deswegen so bekannt vor. Wenn meine Recherchen stimmen, gibt es die Firma Brixton seit 2016. Gehört der KSR Group an, das ist ein österreichischer Moped-Laden, sage ich jetzt mal so ganz hemdsärmlich. Und ja, die vertreiben Brixton. Tatsächlich werden die Produkte wohl in China gefertigt und die Motoren sind wohl nach Suzuki Vorlage, Suzuki Lizenz, Suzuki Patent gefertigt. Das Portfolio der Brixton Motorräder beschränkt sich fast nur auf 125er, da sind sie auch sehr breit aufgestellt. Es gibt, glaube ich, aktuell drei 250er Modelle und ein 500er Modell. Und tja, wie bin ich jetzt auf die Brixton gekommen und vor allen Dingen, warum habe ich die jetzt schon wieder? Mag ich ganz kurz berichten, ihr erinnert euch an das Monkey-Video, falls nicht, wird es hier oder hier eingeblendet für euch. Die Monkey ist leider verkauft. Ich bin ein bisschen traurig, die ist nach Wesel gegangen. Warum habe ich die verkauft? Ich fand die doch gut, werdet ihr sagen. Ja, finde ich auch immer noch. Das Ding hatte Style, das Ding hat Spaß gemacht, das Ding hat Menschen an der Ampel zum Lächeln gebracht. Und seien wir ehrlich, in der heutigen Zeit, was ist mehr wert als das Lächeln, die gute Laune eines Menschen? Wahrscheinlich, weil es etwas amüsant aussehe, wenn ich mit meinem zarten Körper auf diesem kleinen Äffchen gesessen habe. Ja, und warum hast du jetzt verkauft? Tja, ich wollte damit gerne auch mal so um die 50 Kilometer täglich pendeln zwischen einzelnen Jobs. Und auf der Autobahn ist der Monkey leider der Saft ausgegangen. 125er, ich glaube, die hatte 8 PS, wog zwar nicht viel, wären alle Autobahnen in Deutschland gerade und gäbe es keine LKWs und kein Gegenwind. Hätte man damit leben können, aber der Topspeed ist wirklich dermaßen in die Knie gegangen, dass ich schweren Herzens nach einer Lösung gefunden habe. Tja, was soll ich euch sagen?
eine sehr gute Freundin von mir kam eines Tages her und sagte, hör mal, kennst du Brixton? Ne, habe ich gesagt, kenne ich nicht, gucke ich mal. Ja, und vielleicht ist das auch so ein Fotografending. Wir Fotografen sind ja, glaube ich, durchweg optische Menschen. Und rein optisch habe ich mich dann in ganz viele Modelle aus der Brixton Family verliebt. Die 125er gefallen mir alle per se ein bisschen besser, aber tja, das wäre ja Pest mit Cholera bekämpfen, hätte ich eine 125er abgegeben und mir eine 125er wieder geholt. Deswegen ist es die 250er geworden. Hat 18 PS. Ich befinde mich jetzt gerade noch so in der Einfahrtphase. Bei 1000 ist die erste Inspektion. Fazit bis jetzt, komme ich gleich mal zu. Ja, die 125er und 250er sind eigentlich von der Größe, vom Rahmen, von den Maßen identisch. Ich hatte eigentlich auch vor, einen 125er Look herzustellen, aber nach Korrespondenz mit Brixton und dem geneigten Brixton-Händler stellt sich heraus, dass der Tank von einer 125er nicht passt. Ob es an der Verschraubung liegt, ob es an der Aufnahme der Benzinpumpe liegt, so weit ins Detail wollte man da nicht gehen, weil rein vom Rahmen ist das alles irgendwie gleich. Allerdings hätte ich gerne eine andere Tankform gehabt. Vielleicht kleine Sidequest, es gibt in dem 125er Segment die Brixton SK8 in der neuen Variante. Die ist weiß gehalten mit so gelb-rot-orangenen Streifen auf dem Tank und einem Longboard an der Seite. Und das fand ich mal richtig geil. Ich hätte mir gerne die 200er auf den Look umgebaut, aber das scheint nicht zu gehen. Mittlerweile bin ich auch ganz zufrieden, weil ihr seht, je nach Lichtverhältnissen, ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem Video rüberkommen wird, dieses Modell hat einen goldenen Tank, der vorne so kupferfarben abgesetzt ist. Also echt so 70er Oldschool. Und ich sag mal, goldener Lack, ja mehr Porno geht nicht. Ich sag mal, außer im SL 500 Daimler in den 80ern, ne? Wer hat schon goldenen Lack auf einem Fahrzeug gehabt? Also da muss ich sagen, mittlerweile gefällt mir das ganz gut. So, jetzt wäre mein Vorschlag. Ich schraube mir jetzt mal, auch wenn es bescheuert aussieht, die GoPro auf den Kopf. Und zeige euch mal so ein paar Details an der Brixton, die mir ja, vom Laden aus schon wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber aufgepasst, es soll ja eine Review sein. Ich zeige euch auch mal schon ein paar Dinge, die mir nach, ja, wie viele Kilometer habe ich jetzt weg? 600, nicht so gut gefallen. So, jetzt hört ihr am veränderten Ton, filmt dieser Kamerad hier. Boah, gar nicht so einfach so mit der Latenz, das zu verändern und zu zeigen. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit zu Brixton und erzähle euch jetzt einfach mal ein paar Geschichten. Stört euch nicht daran, dass das Handy im Bild ist. So habe ich ein bisschen Bildkontrolle, ob meine Ego-Perspektive für euch auch funktioniert. Also, schauen wir uns mal die Vordersicht an von der guten Brixton. Runder Scheinwerfer. Auch die Blinker, die sind hier alle oldschool gehalten. Ich mache mal die Zündung an und ihr seht, LED, aber man kann das Ganze auch auf normalen Scheinwerfer umstellen. Also tatsächlich relativ modern gehalten. Ich umkreise jetzt das Moped mal so ein bisschen für euch. Sehr schön finde ich an der Sitzbank zum Beispiel hier auch diese Details. Hier ist jetzt zum Beispiel, ich gucke jetzt mal gerade, ob ihr das seht. Der Brixton-Schriftzug, ja, ich weiß nicht, eingestanzt. Also die Sitzbank per se gefällt mir schon richtig, richtig gut. Da mag man auch mal so drüber streicheln, wie ich das jetzt gerade tue. Wir haben viele Chromelemente. Einmal hier, ja, ich sag mal, der Rahmen. Dann das Schutzblech ist aus Chrom. Auch sehr schön vom Design, das Rücklicht. Also auch schon schön rund, oldschool gehalten. Ebenso der Auspuff, verchromt. Und ihr seht schon direkt am Auspuff geht es weiter. Hitzeband. Also das, was man sonst hinterher erst dran macht, hat die gute Brixton auch schon vorne am Krümmer. Weiteres Detail dieser, tja, wie heißt das? Balk? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Stoß, ich nenne es jetzt mal Stoßdämpfer-Balk. Ist halt auch so sehr oldschoolig. Gefällt mir echt ganz gut. Also ganz viele Designelemente, die man später dran bimseln muss, hat das Ding schon. Ich setze mich jetzt mal drauf und jetzt nutze ich schon eins der Gadgets, welches ich dran gebaut habe. Eine Handyhalterung. Ja, mögt ihr sagen, für den richtigen Cruiser ist das ja mittelcool, aber das Schöne ist, man kann wirklich navigieren. Und Brixton hat weiter mitgedacht. Ich meine, die Logik dabei ist wahrscheinlich, es werden hauptsächlich 125er-Fahrer angesprochen. Schaut mal hier, eine USB-Schnittstelle.
wo man tatsächlich das Handy, wenn ich es jetzt zum Beispiel zum Navigieren nehme, das zieht ja ordentlich Ströme und ihr wisst selber, ein Smartphone, das schon mal länger in Betrieb ist, das ist auch relativ schnell empty. Also braucht man nicht nachträglich dran bauen, ist dran. Der Tacho ist relativ, ich sag mal, ja, einfach gehalten. Großer Drehzahlmesser. Da unten sieht man, dass ich tanken muss. 420 Kilometer habe ich auf der Uhr und ich fahre 0 Stundenkilometer. Ja, insgesamt, das ganze Design ist schon sehr schlicht. Hier haben wir jetzt auch nochmal Brixton Schriftzüge auf den Griffen. Also kleines, schönes Detail. Alles in schwarz-matt gehalten. Ja, was ist nicht mehr original? Tatsächlich die Spiegel. Die LenkerInnen habe ich mir dran gebaut. Die originalen Spiegel sind einfach hier und rund. Der Tank ist relativ einfach auch gehalten zum Aufschließen, aber auch wieder schön verchromt. Also einfach Details, die ich sehr, sehr stimmig finde bei diesem ganzen Moped. Was gefällt mir jetzt schon am Anfang nicht? Ja, ich weiß, das Moped kostet, glaube ich, 3.699 Listenpreis. Da darf man keine unglaubliche Qualität erwarten. Aber ich weiß nicht, guck mal hier, wenn ich jetzt hier so ein bisschen wacke. Also ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Der Tank hat schon so ein bisschen Spiel. Dann hier so Geschichten wie der Blinkerschalter. Also den kann man auch nicht drücken, den muss man wieder zurück machen. Die Schalter, ja, das ist schon alles, tja, wie formuliere ich das mal? Das ist Billigberger, ne? Die Hupe. Das ist wie ein kleines Moped. Sound ist auch natürlich gewöhnungsbedürftig. Ich schmeiß mal an. Ich sage immer, das Ding hört sich an wie ein Sack Muscheln. Na, Leerlauf sollte ich reinmachen. Das ist zum Beispiel auch wieder so eine Baustelle. Leerlauf ist äußerst hakelig hier reinzukriegen. Tankuhr ist auch sehr ungenau, fällt mir dabei ein. Also die erste Hälfte, da meint man immer, man hat relativ viel noch, ne, drin und dann die unteren Striche gehen so schnell weg. Ich hatte heute echt Schiss, dass ich liegen bleibe. Aber Freunde, jetzt achtet mal auf den Sound. Das ist jetzt auch geil. Leerlauf hat angezeigt und ihr seht, trotzdem wäre mir das Ding fast vom Ständer gehüpft. Also, das spricht genau wieder für den Punkt, den ich gerade schon mal kurz angesprochen habe. Der Leerlauf, der ist schon mal echt ein bisschen hakelig. Ja, komm, zieh ich die Kupplung, ist egal. Na, das nächste Ding, da haben sie was Schlaues gemacht. Auf dem Ständer springt sie nicht an. Aber mache ich den Ständer mal hoch. Ja. Und jetzt ist er ausgegangen und ich glaube tatsächlich, dass jetzt kein Sprit mehr drin ist, dass ich es jetzt geschafft habe, die letzten Tropfen ja noch wegzuorgeln. So, das soll bis hierhin auch reichen. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal eine kleine Probefahrt machen, dass ihr auch mal so ein paar Fahrimpressionen von diesem Krat bekommt. Thank you.
zurück von diesem wilden Ritt mit den mächtigen 18 PS. Und auch wenn ich erst ein paar hundert Kilometer mit dem Moped abgerissen habe, glaube ich, sei es mir erlaubt, schon ein Fazit zu ziehen. Man merkt, dass das Ding mehr als 8 PS hat. Man merkt aber auch, dass es nur 18 PS hat. Frech wie ich war, habe ich jetzt mich auch einmal, jetzt nicht während der Aufnahmen, kurz rangetraut zu gucken, was ist denn so im Topspeed drin. Da darf man jetzt auch keine unglaublichen Geschwindigkeitsorgien erwarten. Ich sag mal, das lasset mal echte 120 sein, dann ist aber auch gut. Der Motor läuft so zwischen 4 und 6 relativ rau. Ja, es macht Spaß damit zu fahren. Warum macht es Spaß damit zu fahren? Wenn man da drauf sitzt und wenn man das Ding hört, den Sack Muscheln, weiß man, dass man nie der Schnellste sein wird, sowohl auf der Geraden als auch in den Kurven, als auch im Anzug. Und mit diesem Wissen fährt es sich außerordentlich entspannt. Wie ihr gesehen habt, ich bin eigentlich mit meinen knapp 1,90 Tacken zu groß für das Moped. Aber es sieht bei Weitem natürlich nicht so lustig aus wie auf der Monkey. Sitzkomfort ist spitze, die Sitzbank ist weich, der Lenker ist breit und hoch. Es ist, ich sag mal, wie auf so einem bequemen Sessel. So kann man durch die Gegend fahren. Die Reifen, die verbaut sind, das sind, glaube ich, Eigenprodukte. Es geht natürlich auch um die Optik von diesem Profil. Dass ich die Kurven so nehme, dass ich sage, der Gummi A ist besser als der Gummi B, das ist bei mir schon ganz lange nicht mehr so. Und sicherlich werde ich hier auch nicht versuchen, mit den Rasten auf den Boden zu kommen. Deswegen kann ich euch zu der Qualität der Reifen wenig sagen. Für das, was ich bisher im Trockenen gefahren bin, haben die alle mal ausgereicht. Ja, den Sound habt ihr gehört. Kann man sicherlich strittig drüber diskutieren. Erlaubt ist, was gefällt. Interessanterweise gibt es auf dem Aftermarket von der Firma Arrow einen Auspuff, allerdings nur für die 125er und nicht für die 250er. Frage ist auch, wenn man jetzt wieder selber irgendwas dran baut, A, ist man dann illegal unterwegs und B, bei so einem Motor, der nicht so viel Power hat, ich weiß nicht, ob vielleicht die Strömungsverhältnisse vom Abgas noch eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht, ob das so schlau wäre, einfach wieder irgendwas dran zu basteln. Ich glaube, ich werde es einfach so lassen. Optisch gefällt mir das Ding stimmig sehr gut. Optisch gefällt mir das Ding stimmig sehr gut, ist totaler Unsinn. Die Optik finde ich stimmig, mir gefällt es so, wie es ist, sehr, sehr gut. Was mir aber nicht gefällt, und das wird bei der Tausender-Inspektion auch ein Kritikpunkt sein, das Ding klappert. Ich habe mich im Internet ein bisschen belesen und das Klappern kommt wahrscheinlich vom Kettenschutz. Das heißt, es klappert immer dann, wenn ich stark einfeder und es klappert immer dann, wenn ich eine gewisse Last habe. Wenn ich keine Last habe, klappert es nicht, auch nicht beim Einfedern. Die Vermutung ist, dass die Kette am vorderen Ritzel beim Einfedern und bei Last an den Kettenschutz drankommt. Habe ich gelesen, soll wohl öfter vorkommen. Ja, da muss ja ein bisschen gerichtet werden, der Kettenschutz. Dafür ist ja so eine Inspektion auch da. Es werden wohl tatsächlich auch die Ventile eingestellt. Übrigens, die Speichenfelgen finde ich auch sehr adäquat. Ich wechsle zwischen gut und schlecht. Ja, also dieses Klappern, dieser raue Motorlauf ist vielleicht nicht ganz so schön. Zu Verbrauch kann ich noch nicht so viel sagen. Angegeben ist das Ding mit 2,8, das glaube ich aber nicht. Die wird sich mehr nehmen, aber vielleicht wird sie nach der ersten Inspektion auch ein bisschen magerer noch eingestellt. Das weiß ich auch nicht. Dass das Motorrad nicht der Tiefflieger ist von den Leistungen, ist vollkommen klar mit den 18 PS. Nee, also wirklich eine sehr entspannte und wie ich finde, stylische Alternative zu dem, was man sonst so auf europäischen Straßen sieht. Ja, wer Bock hat auf, ich sag mal, ein stylisches Moped, wo man vielleicht auch gar nicht mehr so viel dran rumbasteln muss, als dass es gefällt, riskiert mal ruhig einen Blick auf die Homepage der Firma Brixton. Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Relativ enge Wartungsintervalle hat das Ganze. Und zwar bei 1000 ist die erste Inspektion, dann bei 4000, dann bei 8000, also alle 4000 Kilometer. Aber ich glaube, bei relativ hubraumschwachen Motoren ist das üblich. Sag ich jetzt einfach mal so aus meiner Erinnerung. So, ich werde jetzt mal schnell dieses Video beenden. Entschuldigt dieses Off-Topic-Video über die Brixton Saxby 250. Mich würde am Ende des Tages interessieren, fahrt ihr nur Motorrad oder fotografiert ihr auch? Oder macht ihr Ähnliches wie ich, fotografiert und fahrt auch Motorrad? Ich meine, wo der Unterschied ist, weiß ich jetzt gerade selber nicht. Hat vielleicht einer von euch auch schon eine Brixton? Wie sind da so eure Erfahrungen? Vielleicht auch auf lange Sicht, weil bei mir sind es ja jetzt Ersteindrücke nach ein paar Wochen. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Viel Spaß beim Fotografieren oder beim Mopedfahren. Ne? Tschüss.